Einen magischen Abend der Superlative erlebten die Besucher in der ausverkauften Hügellandhalle in St. Margarethen an der Raab. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Magic Entertainment Tour. Noch nie gezeigte Illusionen und Tricks. Magic Entertainment, wie man es noch nicht erlebt hat. Ich glaube, es gibt eigentlich gar keine Definition dafür, außer die Magic Entertainment Tour ist, glaube ich, das Beste, wie man das Ganze definieren kann, weil so viele verschiedene Gewerke ineinander greifen und somit ist es, glaube ich, einfach da eine magische Unterhaltung für alle. Und natürlich außergewöhnliche und verblüffende Zaubertricks. Alle Lichter leuchten nur für dich. Die leuchten nur für dich. Schau mal, wie schön das ist. Also es gibt insgesamt 16 Stationen. Die nächste wird in St. Peter am Ottersbach sein, am 22. November. Wir sind aber auch in Graz, in Villach, in Klagenfurt, auch in Oberösterreich, in Steyr und natürlich auch in Fürstenfeld, Weiz und so weiter. Leg das mal auf den Schoß und hilf mir bitte mit beiden Händen, mit der rechten Hand drauf, mit der linken Hand runter bei mir. So, fest. So ein aufwendiges Programm braucht natürlich eine lange Vorbereitungszeit. Ich habe aktiv jetzt über ein Dreivierteljahr daran gearbeitet mit meinem Team, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Es sind mittlerweile, wie gesagt, so viele Gewerke, die aneinander greifen, von denen man dann abhängig ist und so weiter, damit alles so rund läuft, aber es hat perfekt funktioniert. Lernt's, wie ihr das an euch selber. Die Christoph Kulmer Magic Entertainment Show hat sehr erfolgreich begonnen. Yeah! Danke vielmals!